Wir sind heute bei der Spielvereinigung Unterhaching. Warum sind wir hier? Wir als Börse, weil die Spielvereinigung plant, an die Börse zu gehen, als überhaupt erst zweiter Fußballverein in Deutschland. Ich treffe mich jetzt mit Manfred Schwabel, dem Präsidenten des Vereins und Geschäftsführer der KGaA. Ziel ist es ja, in die zweite Liga zu kommen, über kurz und nicht ganz so lang. Was hätte denn das für sportliche, aber auch vor allem auch für wirtschaftliche Folgen für den Verein? Sportlich natürlich noch mehr höhere Attraktivität für die dritte Liga, wobei man schon sagen muss, dass die dritte Liga in den letzten Jahren ziemlich aufgeholt hat. Also wenn man die Traditionsvereine jetzt anschaut, sucht seinesgleichen. Zweite Liga ist noch mehr eine Stufe höher und hat natürlich wirtschaftlich eine ganz andere Dimension. Wenn man sich vorstellt, dass wir in der dritten Liga ca. 1 Million an Fernsehgeldern fest haben. In der zweiten Liga kriegst du über das Zehnfache. Das bedeutet natürlich schon große Sicherheit und du kannst natürlich auch mehr investieren. Und was natürlich noch ein großer Mehrwert ist, dass die eigenen Talente, auf die man ja ganz groß bauen, natürlich da einen ganz anderen Verkaufswert haben, wenn die in der zweiten Liga spielen. Also es ist ein bisschen ein Mix von allem, aber es ist eine völlig andere Dimension. Und in diesen Mix kommt jetzt noch der Börsengang hinzu. Warum jetzt der Gang an die Börse? Wir haben gesagt in Haching, wir müssen ein bisschen was anders machen. Ich glaube, dass zu uns ein großer Investor nicht passt. Wir haben gesagt, wir müssen es kleinteiliger machen und dann bleibt eigentlich nur die Börse. Ich bin überzeugt, dass das für Haching der richtige Weg ist, weil es ist ja wie im Mannschaftssport auch. Also wenn man sich gemeinsam freuen kann, wenn man Erfolge einfährt, ist es immer angenehmer, wie wenn du ein Einzelkämpfer bist. Warum sollte man jetzt eine Unterhaching-Aktie zeichnen? Weil ich glaube, dass wenn man von unten kommt, dass wirklich ein Wachstumspotenzial da ist. Wir haben jetzt eine ganz gute Struktur aufgebaut. Wir haben ein gutes Grundfundament jetzt gemacht. Bei uns geht eigentlich jetzt die Reise los. Aber man braucht die finanziellen Mittel, wenn man es dann auch sinnvoll einsetzt. Natürlich auch nicht nur in teure Spieler, sondern vor allem ins Wachsen, in den Kader, in die Qualität des Kaders, auch in die Quantität, aber auch in die Infrastruktur, also in Steine und Beine. Wer ein bisschen Geduld hat und ein bisschen Weitsicht, glaube ich, ist gut beraten, wenn er einsteigt. Wer sagt, es muss in einem halben Jahr, in einem Jahr komplett explodieren, glaube ich, für den Weg stehe ich nicht. Aber ich stehe für den Weg, die Ziele zu erreichen. Und wer uns zutraut, in die zweite Liga zu gehen, kann getrost investieren. In der Mitte ist Bigalke dabei, den sieht er auch. Sascha Bigalke, links ist auch noch einer, nämlich Marsheiler. Bigalke hat jetzt das Auge für Hain. Äußerst super gespielt. Erstmal glaube ich, dass wir uns kadertechnisch sehr, sehr stark optimiert haben, dass wir auch in unseren Gesprächen mit den neuen Spielern, dass es mittlerweile immer einfacher wird, auch die Spieler für Haching zu gewinnen. Ich glaube, die Braut, Spielverein und Haching wird von Tag zu Tag schöner. Wir sind uns das manchmal gar nicht so bewusst, wie schön wir eigentlich schon sind. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Truppe. Wenn ich ehrlich bin, ich bin das 8. Jahr jetzt wieder da, insgesamt das 12. Jahr. Aber jetzt ist die 8. Saison und so ein Kader mit so einer Leistungsdichte und Breite hat man noch nie. Wir versuchen uns von Jahr zu Jahr zu steigern, gute Spieler dazu zu holen, an allen Schrauben zu drehen, auch neben dem Platz, vor allem auch im medizinischen Bereich, auf ganz vielen Facetten. Und man spürt jetzt gerade so richtig, wie der Zug unter Haching langsam ins Rollen kommt. Ich kann nur alle einladen, noch drauf zu springen und Teil von der Haching-Familie zu werden, weil ich glaube, hier kann sehr, sehr Großes zusammenwachsen.